Meine lieben Freunde, was geht ab? Der gute Bladeus ist mal wieder am Start mit einem weiteren Pokémon Schwarz Nuzlocke Challenge Part mit dem Pi im Hintergrund. Hallo meine lieben Freunde, ich bin der Python Rage. Du bist der Bladeus. Ich bin der Bladeus. Hallo, er freut mich, euch kennenzulernen. Ist mein erstes Mal hier bei ihm auf seinem Kanal. Sein erstes Mal, sagt der Typ, der ist lustig, Freunde. Es gibt immer ein erstes Mal. Hallo, warum sitze ich so scheiße? Der Typ ist lustig, Freunde. Auf jeden Fall können wir auf der Route 4 uns noch ein weiteres Pokémon einfangen und diverse Trainer kloppen, die uns Erfahrungspunkte geben werden und die Mucke ist so geil. Was zum Fick? Warte. Oh, geil. Zurokex. Ich mag den Typen. Das ist guter Stoff, aber du hast schon einen Mutterficker. Das ist ein fucking Unlicht. Das ist 69 KP, Mann. Das ist guter Stoff. Vielleicht mal irgendwas machen. Nee, das geht ja nicht. Nee. Das ist Unlicht-Dings. Unlicht-Kampf, ne? Das Ding. Ja. Unlicht-Kampf. Kann sie vielleicht verbrennen. Aber ich glaube, es wird sterben. Es wird sterben, das Ding. Mach Konter. Oh, Alter, das Ding wird immer sterben. Ich glaube, Heimzahlung sollte es nicht töten. Der Vogel könnte ihn auch mit Windschnitt ein bisschen schwächen. Das ist eine gute Idee. Ich habe ja noch Ruheort. Das heißt, man kann da schon so einiges machen. Ich hatte mich offscreen so ein bisschen erkundigt und auf dieser Route scheinen es einige Trainer zu geben. Und das werde ich natürlich ausnutzen, um ein bisschen zu leveln. Was ich das letzte Mal verkackt hatte bei dem zweiten Arena-Leiter, weil da waren ja noch einige Trainer, die man hätte besiegen können. Aber ich dachte, das wäre eine gute Idee, dies nicht zu tun, meine lieben Freunde. Und diesmal werde ich es aber nicht... Oh, geil. Wow, Leute, ich schwöre, ich dachte, das wäre nicht effektiv. Oh, jetzt muss es fangen, Alter. Sonst stirbt das durch Sandsturm. Fuck. Alter, rat mal, was ich habe. Boah, geil. Locker drin. Locker, Alter. Ich verwette lieber nichts, meine lieben Freunde. Das ist eine gute Idee, ich schwöre. Es könnte nach hinten losgehen, nicht bei der Aufnahme. Und there we go. Das hier ist guter Stoff, Freunde. Wie soll ich den hier nennen? Das hier wird der... Rushy. Ich habe einen guten Namen. Nee. Es zieht seine gummiartige Haut auseinander, um seine Dinger zu straffen. So, der gute... Terry. Oh. Tobi? Der Tobi! Der Tobi. Ja, der ist fleißig am Kommentieren, gibt immer nützliche Ratschläge, die ich gelegentlich auch anwende, meine lieben Freunde. Und ja, dementsprechend wird er auch für seine Mühen belohnt. Ich wollte eigentlich hier keinem Pokémon begegnen, also nicht sofort. Ah, das wollte ich haben. Garnuvel ist ganz lustig. Werde ich aber gleich mal töten, es könnte mir eventuell ein Level-Up bescheren, meine lieben Freunde. Bedroher! Das ist egal, hallo. Dieser Bastard! Na, aber die Fischkarte ist gut. Ich hätte es gern gehabt, wenn er das zweimal bedroht. Ey, immer abwechseln mit dem und dem Kürtel, Alter. Der kriegt den Hals nicht voll, Alter. Ich hab noch nicht mal ein Vieh mit Bedroher, Alter. Ich hab jetzt auch nur noch ein einziges Vieh, hallo. Was ist denn hier los? Hey, Trainer, seh dir einmal genau die Farbe des Sandes hier an. Wie du siehst, gibt es Stall mit heller und solch mit dunkler Färbung, nicht? Ja, das ist guter Stoff, mein lieber Freund aus der netten Nachbarschaft. Hier ist die rote Fähre. Kannst du gleich mal einen Lolli kaufen. Der Typ, wie kommt der auf den Lolli gerade? Ich schwöre, Leute, ich hab keine Ahnung. Kann man in dem Haus da oben seine Pokémon heilen? Naja, da gibt's Stuff, aber hier gibt's Trainer. Da aufpassen, Alter. Wasserdüse incoming, Alter. Ich hab da schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ich hab ein Wasser-Pokémon in der Front. Es hat Strauchler. Ja, das ist guter Stoff, aber das zieht je nach Gewicht auch Schaden. Da ist was dran. Auf jeden Fall kann ich die Angriffe sehr gut auffangen. Ja, die Leute, die dachten gerade so, ja, der Typ würde jetzt den Arena-Kampf machen. Arschlecken. Ich dachte selber. Arschlecken, der zieht das in Dingens. Der zieht das hinaus. Ja, das ist gut, das gutes Deutsch. Länge. Ich zähl's in die Länge, that's what she said. Wie Irokex eine gummiartige Haut. Unter anderem, ja. Unter anderem? In der Regel macht er das. Das ist guter Stoff, hallo. Wo ist denn das Mikrofon? Hast du ihn gleich mal... Was? Was? Keine Ahnung, Mann. Was ist das überhaupt für ein Ding hier? Was für ein Ding? Warum nehme ich dieses Ding da nicht? Leute, ich schwöre. Ich weiß aber nicht, was ich sagen wollte. Ich hasse diese Viecher. Ich glaube, im letzten Part hatte der Trainer drei solcher Pokémon. Und die waren sehr anstrengend zum Bekämpfen, meine lieben Freunde. Ja, vor allem mit Zermürben und hast du nicht gesehen. Ja. Und fucking Sandsturm. Wasserdüse auch noch. Das war auch voll scheiße. Flinkklauer, guter Stoff.
Bam. Krass, Mann. Ist er echt so langsam? Ja, ich meine, das Matrifol ist auch nur auf Level 23. Matrifol? Was ist denn das? Dieses Pflanzenhuhn-Vieh. Warte mal, ich guck mal, wie es aussieht mit seiner Initiative. Oh, das Ding ist schnell, hallo. Krass. Das Ding ist voll, das Ding ist voll schnell. Der Vogel hat den Evolit, damit er mehr aushalten kann. Ob das nötig ist, sei mal dahingestellt, meine lieben Freunde. Ja, ich denke schon. Also ich würde dem Köter die fucking Flinkklaue geben. Der Köter ist auch gar nicht mal so... Ja, okay, der Typ hat recht. Der Typ hat recht, Freunde. Lass mal hier umtauschen. La 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 la. Hallo. Mucke ist voll gut, ich schwöre, Leute. Ja, ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, welches Theme wir gerade angeteasert haben. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr darauf kommt. Ja. Das läuft ja gerade. Ja, das ist da die rote Viermucke, ja. Läuft gerade im Hintergrund. Weißt du, was war das? Das ist die rote Zweimucke. Glaube ich. Ich weiß nicht. Das ist Rivalmucke. You don't Auto. Say. I say, I just Was ist said. Denn? Schon müde? Ich hab doch gesagt, du kannst dich hier ausruhen. Ah, glaub mir nicht. Ich hab gesagt, hier werden Garnovel. Du hast gesagt, hier gibt's Stuff. Das ist Rookie Man. Das ist der Rookie Man. Oh. Ich hab den damals Rookie Man getauft und seitdem habe ich es nie wieder anders gemacht. Lass mal rekrutieren und mit ihm Zirkus aufmachen. Ich glaube, das hatte ich auch vor. Das ist gut. Ja, das hat mit ihrem Regenschirm in der fucking Wüste, Alter. Das ist eine gute Idee, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob der so robust ist. Der Schirm? Der Schirm, Alter. Oder der Sturm? Ah. Was war zuerst da? Schirm oder Sturm? Blagos. Was? Was? Shirley! I get it. Das ist okay. Der Name ist schon ein bisschen. Ist ja auch immer aufgefallen, dass die Angler immer irgendwas mit Anton oder Angelbert Anton. Oder sowas heißen. Nee, Mann. Immer was mit Angel. Was? Schallquapp. Kaulquappe, hallo. Schon den Fußtritt des bösen Wächters. Arschlecken. Kraftschuh. Zuerst hier mal auf Nummer sicher gehen. Und danach können wir die Gegner kloppen. Hallo! Was? Das sieht ja komisch aus. Initiative sinkt. Es ist gefährlich. Eine Init droppt. Bam. Und es ist down. Ich mag den Karatemeister Darain, Freunde. Das ist guter Stoff. Der Sieger ist... Darain. Ich dachte schon, der würde hier rumschreien. Der würde rumschreien, der hat schon, das ist schon voll Deckung gegangen. Ich dachte schon, oh, der Typ da. Der geht jetzt ab. Arschlecken. Abgehen wie ein Pflaster. Gerade abgehen gesagt. Was? Was geht ab? Was geht ab? Ich weiß nicht. Sandsturm. Der hat Sandsturm gesagt. Das ist nicht lustig, aber irgendwie schon. Dabei ist mein Schirm doch eigentlich gar nicht dafür gedacht, mir vor einem Sandsturm, mich vor einem... You Ding don't say. Okay, das ist interesting. Not to say the least. Hypertrunk. Was? Hypertrunk. Hypertrunk. Trunks. The Guardian Nervosa. Warte mal, was gibt's hier? Müde Arbeiter, genießt euren wohlverdienten Feierabend in den Fertighäusern nahe Stratos. Stratos City. Stratos. Stratos! Stratosphäre. Kratos. Sama. Senpai. Senpai. Ich glaube, ich würde den Köter ein bisschen an der Front lassen. Oh, Soka. Soka. Sasketor. Soka. Japsen. Dings. Mein Leben ist Dynamik pur. Massaker. Ich hätte mir eher was anderes erwartet. Was denn? Vyacheslav. Was? Vyacheslav. So richtige Evgeni, Alter. Was zum Fick? Okay, ich hab ein bisschen... Blöd gehandelt, ja, aber ich brauch nicht auf sowas vorbereitet. Oder jetzt geht's ab, Robustheit. Och nö. Komm, Hälfte. Arschlecken. Fuck that. Viel Spaß, Bruder. Das dauert jetzt eine Weile. Nö. Wo hast du Glück gehabt? Bei mir hat er 10-mal getroffen, meine lieben Freunde. Ich werde wechseln, Freunde. Das ist mir viel zu lame. Ich glaube, ich werde den Korea in der Front lassen. Willst du Tobi eigentlich trainieren? Rein pädagogisch betrachtet schon. Hat auf jeden Fall einen pädagogischen Mehrwert. Ja. Ja. Ich habe einen fucking EP-Teiler, fällt mir gerade auf. That sounds great. Ich sollte den vielleicht benutzen, mein lieben Freunde. Das wäre eine sehr, sehr gute Idee. Lass mal Steine verbrennen hier. Wann entwickelt sich das Ding überhaupt?
Was für ein Ding? Diese Hure. Diese Hure war das, guck mal. Ich glaube auf Level 35 oder so. Ich glaube auf Level Snickers. Der Typ gibt random Kommentare ab, das ist guter Stau, Freunde. Strauchler. Bam! Das ist voll klein, das sollte gar nicht so viel verlieren. Die Hure entwickelt sich Level 25 und dann durch Tausch, Alter. Wer? Die Hure. Zoro-Keks? Was? Zoro-Keks? Von wem reden wir gerade? Grad von Fiesling. Nein, es geht gerade von Zoro-Keks. Schwör! Ja, ich schwör auf Kokosnuss. Kokosnuss, sagt der Typ, versteht ihr? Ich verstehe es nicht. Ah, Mann, was soll denn das? Lass gleich mal hier angreifen. Leute, ich trau mich gerade nicht, ja. Ich werde mit Siedewasser töten. Was zum? Zoro-Keks entwickelt sich Level 39, Bruder. Viel Spaß. Ja, ich wusste es. Was? Ich werde dir wechseln. Was machst denn du da für eine Scheiße? Ich mach Bullshit. Du mach nur Scheiße. La. Guck ich einmal nicht hin, Alter, 12 Kaffee. Das war wegen dem Sandwirbel, hallo. Ja, hätte ich auch gesagt. Ist echt so, ich schwöre. Der Typ weiß genau, dass ich das auch gesagt hätte. Was? Wie jetzt? Das war ein Volltreffer? War ja lame. Da muss man hin. Da muss man ganz durch. So, das Ding ist tot. Richtiger Bauer. Was für ein Ding? Ein Biesling. Ja, ziemlich praktisch. Praktibalk, mit einem praktischen Balken. Der Name, der heißt, Ich glaube, es ist ein Theoretiker. Aber für den Balken kriegst du 20% beim Praktiker. Ja. Der war nicht übel. Mein Art zu verlieren ist ebenfalls sehr dynamisch. Ich hätte mir so einen Fundamentsatz von dem erwartet, aber nicht so ein Dynamik-Ding. Oh Mann, was kommt denn jetzt wieder? Freunde. Oh nein, deswegen wollte ich haben. Ich hatte auch Pech in dieser verdammten Wüste. Das Ding taucht bestimmt zu 10% auf oder so. Ja, klar, noch Bedroher. Zeit verlieren, hallo. Diese Effekte. Freunde. Was ist denn hier bitte schön das Mikrofon? Ich schwöre, es geht nicht. Das ist ein Trigger, Alter. Du triggerst dir das weg, Alter. Gib dir das jetzt. Bedroher gegen Bedroher. Viel Spaß. Das kann eine Weile dauern, Mann. Oh, Sonnensturm noch dazu. Das ist guter Stoff. Meiner Leben. Würde ich mir sofort reinziehen. Ne, okay, der hat's nicht. Bedroher. Heißt er Dread? Ja. Richtiger Dread. Draht, Alter. Der heißt Draht. Na dann. I get it. Versteht ihr? Na dann, Draht. Ja, das war schon nah dran. Ja, das war auch nah dran. Ja, hol mal Darin rein. Dieser Hurensohn. Richtiger Bastard. Ich bin in Arbeit und bepackt mit Muskeln. Das ist so ein Bizeps-Maker. Ist das Kollege? Das ist Fibio. Fibio, ich war nah dran. Na dran! Jetzt versteift er sich darauf. Der hat steif gesagt. Fast so spitz wie der Balken. Lass gleich mal einen Anspitzer darüber ballern, Alter. Wäre doch viel praktischer. Gleich mal Steine werfen, Alter. Ja, Mann, gleich mal Steine auf. Alter, hätte der jetzt Konter eingesetzt? Der hat wirklich Steinwurf. Steine auf den werfen. Krass. Alter, das ist. Warte mal, wusstest du das, dass er Steinwurf hat? Nein, ich dachte wegen Sandsturm. Steinwurf. Dann macht der Steinwurf. Krass, Alter. Das ist guter Stoff. Auf jeden Fall. Das ist praktischer Stoff. Okay, jetzt wird's albern. Ja. Deswegen machen wir auch Zirkus auf. Weil wir so lustig sind. Nein, Freunde, so geht das nicht. So geht das nicht weiter. Der Typ hat gut eingekauft, meine lieben Freunde. Hast du Schutz am Start? Hab ich. Ey, warte, ich kann heute wieder das Ding da farmen. Dieses Sternstück. Dann kann ich mir wieder diverse Bälle kaufen. Weißt du, wie weit dieser verfickte Weg da runter ist? Es lohnt sich, Freunde, es lohnt sich. Folterknecht. Leute, diese Rote ist voll groß. Warte, ich kann, glaube ich, Schutz auf so einem Dings machen. So einem. Nee, die Spiel ist scheiße. Es gibt hier nicht mal eine Mehrzwecktasche. Das Spiel ist voll gut. Ich würde es mir sofort nicht kaufen. Wir werden ja alle Kinder kloppen. Hoffentlich. Warte, kann man hier durch? Hast du kein Item-Finder? Eigentlich schon.
Hier gibt's was. Hyperball. Krasser Stoff, Alter. Der Typ hat Ideen, Freunde. Ich mag den. Hallo, nein! Wow, du hast nur einen Schutz? Nein, aber es, wie jetzt? Warum? Fragt er dich nicht, ob du einen weiteren... Ich hab keine Ahnung, das Spiel ist voll gut, ich will es mir kaufen. Normalerweise war das doch so. Ich glaube, in dieser Gen war das eigentlich schon vertreten. Hallo, wo denn? Ich war zwei auf jeden Fall, Mann. Das ist der unnötigste Part auf Erden, Freunde. Ether. The source of all life and creation. Feuer, Alter. Er braucht sowas. Leute, ich bekomme hier voll die nutzlosen Sachen. Feuer, da benutzt man gutes gar Spiel. Nicht. Benutzt. Ich werde gar nicht gefragt, ob ich das nochmal einsetzen möchte. Ich schwöre, Leute, ich würde sofort Geld dafür ausgeben. Aber nee, heute nicht. Was? Wo? Wie jetzt? Ich glaube, der könnte in der Erdschuppe sein. Hallo. Steh's drauf. That's what she said. You don't fucking say. Ich habe eine Perle gefunden. You don't say. Ich habe mir eigentlich jetzt einen blöden Spruch erwartet, sowas wie, keine Ahnung, Herz allerliebst oder sowas. Oder ich das ist goldig. Ich habe gesagt, Goldini. Was? Ich habe an Perlu gedacht eigentlich. Nee. Geht gar nicht. Ja, deswegen habe ich ihn auch nicht gebracht, das Bruder. Geht gar nicht. Ich weiß nicht. Hätte ich dir auch niemals verziehen. Hallo. Ich bin der Baumann. Du kannst ja nicht durch, hallo. Hat sie auch gesagt. Lass nicht da rein. Da rein? So, Leute, ich will mal gucken, wie es mit meinen Pokémon so steht, weil ich möchte die schon gerne ein bisschen trainieren. Der stärkste Pokémon vom Arena-Letzte sollte auf Level 26 sein, wenn ich mich nicht irre. Nein, 23, Bruder. Das war bei mir im Hürdenmodus, Level 26. Echt? Ich schwöre auf Bootfried. Ich schwöre, ich hab nachgeguckt. Das ist krasser Stoff. Ich hab dem immer noch keine EP-Teile gegeben, Freunde. Ich bin ein Idiot. La, 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 la. So, Freunde. Wir machen hier gleich mal weiter. Und Chiron stört uns gerade. Hey, Bloody, ich hab gerade Arti den Arenaleiter herausgefordert. Arti ist nicht umsonst Arenaleiter. Bevor er mir den Orden überreicht hat, hat er mir das Leben schwer gemacht. Naja, aber für jemanden wie mich sind Käfer-Pokémon kein Problem. Ich werde alle Arenaleiter der Einal-Region herausfordern und sie besiegen. Okay, guter Stoff. Das ist richtig guter Stoff, Freunde. Ich schwöre. Was will der jetzt? Hallo. B, was? Ach, du bist es. Du hast doch im ewigen Wald geholfen, Team Plasma zu bekämpfen. Und dein Name war... Ah ja, Bloody, genau. Du bist nicht zufällig auf dem Weg in die Arena. Ja, ich stehe gerade davor. Stell dir mal vor. Der Typ ist lustig. Entschuldige, aber könntest du noch einen Augenblick warten? Ich habe noch etwas zu erledigen. Es scheint, dass Team Plasma wieder aufgetaucht ist. Ja. Okay. Prime Pier. Okay. Crime Pie. So, da ist der Typ. Hallo. Hier entlang. Ja, ich sehe schon. Ich bin nicht blind. Ich bin taub. Navi-taub. Team Plasma, die Halunken haben das Pokémon dieses Mädels Stibitz. Ja, klingt sehr nett. Bloody, was soll ich nur tun? Mein süßes Somnium. Team Plasma hat es einfach gestohlen. Ich hörte einen Hilfeschrei und nahm die Verfolgung der Gauner auf. Aber diese Stadt ist einfach zu groß, Mann. Was hast du so, Mann? Und inmitten des Menschengewühls habe ich sie leider aus den Augen verloren, Mann. Mach Bock, wa? Ja, Mann. Lilia, du hast getan, was du konntest. Nein, Mann, aber das ist echt unerhört. Der Typ verarscht mich gerade. Mann, das kann man doch nicht. Ne, warte. Mann, der kann doch nicht Blablax. Was zum? Man kann doch nicht mir, nicht dir, nicht den Leuten die Pokémon stellen, Mann. Bist du so blöd zum Lesen? Hallo. Gib ihm. Ich war Messer. Pokémon und Menschen gehören einfach zusammen, Mann. Wir sich gegenseitig ergänzen und einander helfen ist wirklich das größte, Mann. Oh, Lilia. Ich mag deine Rhetorik. Ich mag dich auch, hallo. Aber hier in Stratos City ein Menschen oder ein einziges Pokémon, bla bla, okay. Stellt sich gerade Fragen, der Typ. Ist echt so, Mann. Was zum Kuckuck hat denn der Arenaleiter hier verloren? Alles läuft doch wie am Schnürchen. Und ich wollte doch bloß ein Pokémon stehlen. Nun mache ich mich besser aus dem Staub. Ja, der ist extra zurückgekehrt, um mir das zu sagen. Das ist hallo. Guter Stoff. Den Dieben hinterher, Freunde! Gleich mal hinterherlaufen. Mach dir keine Sorgen, Mann. Ich bleib hier und beschütze Bell. Lauf du ruhig los und kümmere dich um die Fieslinge von dem Plasma, Mann.
Irgendwann werde ich in 2 Jahren einen Dreier mit dem Pi haben. Das wird schön, Mann. Ich hoffe, er gibt mir ein Messer, stehe ich schön. Irgendwann. Freunde, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Wir haben im Part nichts erreicht. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Im nächsten Part werden wir garantiert den Arenaleiter Arti herausfordern. Hoffentlich, ja, glaube ich. Jetzt kommt erstmal die Sequenz mit den 7 Weisen, hallo. Genau. Bis dahin, haut rein. Sage tschüss. Euer Bladeus.